Vorerst Gebrauch des Novolizers. Entnehmen Sie bitte die Patrone aus der Verpackung. Legen Sie dann die Patrone mit dem Zählwerk mundstückwärts in den Novolizer ein. Der Novolizer verfügt über ein Zählwerk und ein Fenster mit Farbwechsel zur Kontrolle der Inhalation. Bitte setzen Sie sich aufrecht hin. Entfernen Sie anschließend die Schutzkappe durch leichtes Zusammendrücken auf der Seite und Abziehen nach vorne. Drücken Sie die Dosiertaste bis zum Anschlag nach unten, wobei die Farbe im Kontrollfenster von Rot nach Grün wechselt und damit anzeigt, dass die Inhalation vorbereitet ist. Bitte atmen Sie langsam aus, nicht jedoch in den Inhalator. Nehmen Sie das Mundstück in den Mund, indem Sie es mit den Lippen dicht umschließen. Atmen Sie nun möglichst rasch, kräftig und tief durch den Mund ein. Die korrekte Inhalation wird durch ein Klicken angezeigt. Halten Sie bitte am Ende der Einatmung die Luft für 5 bis 10 Sekunden an. Anschließend können Sie langsam ausatmen, nicht jedoch in den Inhalator. Ein Farbwechsel von Grün auf Rot zeigt die korrekte Inhalation an. Setzen Sie dann die Kappe wieder auf das Mundstück. Wenn Sie kortisonhaltige Präparate verwenden, spülen Sie bitte nach Gebrauch den Mund aus und essen Sie etwas, um Pilzinfektionen zu vermeiden.